eine Menschenpyramide lassen wir, glaube ich, mal lieber weg. Aus Sicherheitsgründen. Ihr wollt ja auch, dass wir alle heil und gesund wieder hier ankommen. Und ich glaube, Menschenpyramide gehört nicht unbedingt zu unseren Stärken. Nina möchte gern wissen, wer da als erstes beim Essen ist. Ja, bei uns gibt es immer feste Essenszeiten. Das heißt, wir treffen uns alle zusammen, gemeinsam, zu jeder Mahlzeit, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Angefangen wird auch erst, wenn alle da sind. Das heißt, da gibt es nicht unbedingt immer den Ersten, aber da sind, ich glaube, diejenigen, die am längsten auf alle anderen warten, sind immer das Zimmer Bubala und Sobota. Badehosen, gutes Thema, gutes Stichwort. Leider lässt das Wetter noch nicht so viel Spielraum für Badehosenzeiten, aber wenn ich mir das Meer so anschaue, muss ich da auch nicht unbedingt rein, aber ich werde gleich mal, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe, meinen kleinen Finger reinhalten und mal antesten, wie warm oder wie kalt das Wasser denn ist. Was bekommt ihr so zum Frühstück? Ja, das Hotel hat einen sehr schönen großen Essensraum mit einem mega großen leckeren Buffet. Da ist wirklich für jedermann was dabei. Natürlich müssen wir ein bisschen mit aufpassen, was wir uns da so morgens schon reinknallen, aber irgendwie eine schöne Portion Rührei geht immer, Brötchen sind da, Müsli, Joghurt, Obst, hoch und runter, warme Speisen gibt es dort schon am frühen Morgen, wo sich der eine oder andere dann auch schon mal morgens ein Brokkoli reinzimmert. Ist nicht ganz so meine Sache, aber wer es machen will, soll das machen. Ich glaube, das war es auch fürs Erste. Wenn ihr noch mehr habt, lasst es uns wissen. Ich habe Robin noch ein paar Fragen übergelassen. Vielleicht meldet der sich ja auch noch mal, wenn er Lust und Zeit hat. Bis dahin erstmal alles Gute und viel Spaß euch.